Hi, sieht man mich eigentlich hier immer? Sieht man da die Spitzen in meinem Gesicht? Alles klar. So, soll das jetzt mit drauf, oder? Soll es mit drauf. Okay, dann fangen wir nicht nochmal von vorne an. Dann war das jetzt einfach mal so ein kurzer Einblick, was hier so, ja, vielleicht mache ich auch an Silvester so ein, was so alles schiefgegangen ist, Video zum Jahresabschluss. Ich weiß noch nicht genau, ob mein Sohn da Lust drauf hat und ob wir noch alles haben. Aber ich glaube, das wäre auch mal so ein kleiner Einblick in den Wahnsinn, der kurz bevor entsteht, bevor das Video überhaupt online geht. Ja, wie viel mal ich anfangen muss, weil ich mich verspreche oder weil ich denke, was rede ich denn da jetzt? Ja, egal. Jetzt fangen wir einfach mal an. Sonst vertiefe ich mich hier in andere Sachen. Okay, wir lassen es. Es ist okay. Okay. Also, jetzt muss ich mich fangen. Heute ist das 22. Gedicht dran. Der 22. noch 2 Tage und dann ist Weihnachten. Ja. Ja. Und ich habe ein wunderschönes, kleines, kurzes Gedicht bekommen von meinem Lieblingsdichter, von Rainer Maria Rilke. Der hat es mir jetzt nicht zugeschickt, aber die Brigitte. Vielen Dank, Brigitte. Ja, ich bin ein Rilke-Fan. Ich habe auch Büchlein von Rilke und kenne so einige. Die hohen Tannen atmen. Die hohen Tannen atmen heiser. Im Winterschnee und bauschiger schmiegt sich sein Glanz um alle Reiser. Die weißen Wege werden leiser, die trauten Stuben lauschiger. Da singt die Uhr, die Kinder zittern. Im grünen Ofen kracht ein Scheit und stürzt in lichten Lohgewittern. Und draußen wächst im Flockenflittern der weiße Tag der Ewigkeit. Ja, vielen Dank dir, liebe Brigitte. Du kommst jetzt auch in das Losglas und noch 2 Tage, dann ist die Auslosung. Ich habe ja gesagt, dass ich nicht mehr so sehr viel machen werde vor euch, also mit euch. Ist es immer dann schon was Fertiges. Ich erkläre es dann kurz. Ich schiebe es auch in die Mitte, so ganz vor mich. Zwei Amaryllisblüten im Schnitt. Die Amaryllis immer unten mit Tesafilm abkleben. Ich glaube, das wisst ihr ja bestimmt, wenn ihr sie abschneidet, damit sich die nicht ganz aufschälen. Ja, ich habe jetzt einfach so ein hohes Glas gewählt, einen Ilex-Zweig reingesteckt. Die eine Blüte hätte ich gern so ein bisschen, dass die in dem Glas aufgeht und die andere halt so drüber schaut. Dann Ilex mit grünen Blättern. Das ist so das, ja, der ursprüngliche Ilex. Das mag ich sehr. Es sticht halt ein bisschen, aber ich finde es einfach so, das passt so richtig zum Winter. Das ist einfach mit dem satten Grün und den roten Beeren einfach schön. Dann noch so eine Korkenzieherhasel und dann haben wir schon ein Glas geschmückt. Ja, und ein bisschen was Frisches an Schnittblumen im Haus, wenn ihr denn noch Schnittblumen bekommt. Wir haben das Glück, wir haben noch einen Markt und dann die Marktleute sind bestimmt total happy, dass sie da jetzt auch noch ihre Blumen verkaufen können. Blumenläden geht bei uns halt wirklich echt nur mit Lieferung, nichts mit Abholen. Soweit ich da jetzt informiert bin, aber das ist immer so Hü und Hott. Ich glaube, von Bundesland zu Bundesland ist es eh unterschiedlich. Ja, das war jetzt meine kleine Amaryllis-Dekoration und ich sage dann auch schon Tschüss und wir sehen uns morgen.